Herzlich willkommen bei Nugget Reviews. Heute geht es um was ganz was Feines. Und zwar hat mir die Firma Logitech die Webcam C920 zur Verfügung gestellt für ein Review. Und das Ganze ist deswegen etwas Besonderes, weil es seit meinem Review über die C910 etwas ruhiger geworden ist. Und bei der Kamera ging es mir persönlich ganz besonders um die Optik. Das bedeutet, dass ab ungefähr 30 bis 40 Zentimetern kaum noch eine Fokussierung möglich war. Das bedeutet, wenn ich ab 60 Zentimeter oder gar 1 Meter Abstand zur Kamera hatte, kein wirkliches scharfes Bild mehr zu sehen ist. Das schauen wir uns später einmal an. Im Hintergrund gibt es dabei schon mal das Unboxing. Hier ist die Kiste. Das Ganze ist relativ unspektakulär. Die Kamera ist dabei. Ein kleines Handbuch ist dabei. Die Kamera hat ein erfreulich langes Kabel, was sogar mit einem Klettverschlussband aufgerollt werden kann. Finde ich spitzenmäßig, ist super für den Transport. Kann man gerne bei mehreren Kameras machen. Zusätzlich zu erwähnen ist außerdem, dass der Standfuß dieses Mal besser konstruiert ist als bei der C910. Ich hatte bei der C910 häufig das Problem, dass die Kamera praktisch auf dem Bildschirm so auflag, dass die Kamera faktisch, wenn hier der Bildschirmrand ist, so über den Bildschirm geklickt wird. Dadurch hat sie teilweise bei sehr, sehr dünnwandigen Bildschirmen schon in die, auf den TFT-Screen sich abgelegt, also es fehlte ein Stück vom TFT-Screen. Das ist bei dieser Kamera bedeutend anders. Man kann sie wirklich wunderbar auf den Bildschirm legen und dann vernünftig in der Position einstellen. Der Halter selber ist scheinbar ein bisschen breiter geworden. Er passt also jetzt für eine größere Anzahl an Bildschirmen. Außerdem, und das ist herausragend, ich habe in meinem letzten Review über die C910 gesagt, ich hätte gerne eine Kamera dieser Qualität, dieser optischen Qualität, die auch vernünftig für Reviews zu verwenden ist. Und siehe da, bei der C920 ist auf der Unterseite des Kamerafußes ein Viertelzoll-Gewinde eingelassen worden. Ich kann also jetzt diese Kamera auf mein Stativ schrauben und damit tatsächlich stativgebundene Videos machen. Das ist eine ganz, ganz gute Sache. Ich will aber gar nicht lange reden. Ich möchte gerne direkt in den Vergleich zwischen C910 und C920 einsteigen. Da tun sich nämlich ein paar sehr interessante Aspekte beider Kameras auf. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Für eine Webcam befinde ich mich jetzt ungefähr im idealen Abstand zur Kamera. Ich bin relativ stark beleuchtet. Die Kamera ist für mich hier ein Beispiel für eine Möglichkeit für einen YouTuber, Videos zu produzieren. Darum auch die entsprechende Beleuchtung. Würde ich jetzt normal am Bildschirm sitzen und zum Beispiel eine einfache Videotelefonie, Videokonferenz machen, wäre ich sicherlich schlechter beleuchtet, als das momentan der Fall ist. Ich habe jetzt hier zurzeit Lichter an der Decke, die strahlen jetzt hier über mir. Ich habe genau hier eine Lampe und ich habe eine weitere Lampe dort vorne. Damit ist also die Lichtintensität hier auf meinem Gesicht schon relativ stark. Ich könnte mir vorstellen, dass es fast ein wenig zu stark ist. Insgesamt finde ich gut und sehr positiv anzumerken, dass die Kamera, wie man sehen kann, eine sehr, sehr flüssige Darstellung der Bewegung erreichen kann. Allerdings, und da ist hier leider ein Aber, hängt das stark von den Einstellungen ab, die die Kamera intern gerade benutzt. Das normale Kameramenü scheint mir bisher zumindest nicht gefunden, keine Möglichkeit anzubieten, um die Framerate manuell und händisch einzustellen. Ich kann an der Exposure rumdrehen, kann sie aber nicht genau definieren. Ich kann auch am Gain, also an der Verstärkung, rumdrehen, also Belichtungszeit und Verstärkung. Und das ist allerdings, sind das Schieberegler, die keine absoluten Werte, also meinetwegen eine 50stel, eine 100stel, eine 250stel und so weiter zulassen. Dadurch bin ich in meinen Möglichkeiten etwas eingeschränkt, aber den normalen Kamerabenutzer, den normalen Videokonferenzbetreiber interessiert sowas natürlich nicht. Allerdings ist für mich diese Option sehr interessant. Vielleicht kann man das später ja nochmal einbauen. Würde mich persönlich zumindest sehr interessieren, wenn man das einstellen könnte, also wenn man sehen könnte, was habe ich jetzt tatsächlich eingestellt, um dieses Bild zu erreichen. Der Sound, den wir eben hören konnten von der Kamera, ist übrigens mit Right Sound deaktiviert aufgezeichnet worden. Jetzt ist Right Sound an
Right Sound ist eine Möglichkeit, innerhalb der Kamera oder auch im Treiber Hintergrundgeräusche aus dem Raum zu eliminieren, um eine bessere Sounddarstellung zu erreichen. Dabei konzentriert sich der Algorithmus hauptsächlich auf Sprache. Wenn ich also Hintergrundgeräusche, Spülmaschinen, Wasserhähne und so weiter habe, werden diese versucht herauszufiltern. Und dabei bleibt die Sprache über. Das ist für laute Umgebungen, also insbesondere so Büro, wo die ganze Zeit irgendwelche Lüfter laufen, eine hervorragende Möglichkeit, um den Sound ein wenig zu befreien von seinen ganzen Störgeräuschen. Man merkt aber schon, dass das ein wenig, sagen wir mal, auf die Datenrate geht. Also es klingt wie ein stark komprimierter Audio-Stream. Dadurch ist natürlich es nicht möglich, aufwendigere Sachen mit hoher Sprachqualität aufzunehmen. Aber dafür ist das Ganze auch gar nicht gedacht. Ich bin schon froh genug, dass das Ganze Stereo ist. Das heißt, zwei Mikrofone rechts und links in das Kameragehäuse integriert worden sind. Das ist bei der C910 ebenfalls der Fall. Wir hören uns das Ganze jetzt mal im Vergleich an zur C910. Dann werden wir nämlich feststellen, dass da tatsächlich ein ganz anderer Sound vorherrscht. Ich habe jetzt mal versucht, beide Kameras in etwa gleich einzustellen. Das bedeutet sowohl von der Helligkeit als auch von der Belichtungszeit als auch von der Verstärkung des Bildes. Dadurch kommt es kaum zu Rauschen auf beiden Kameras. Die Entfernung ist jetzt übrigens fast die gleiche. Ich habe ungefähr 2 Zentimeter Unterschied zwischen beiden Kameras. Sichtbar ist hier sehr deutlich, dass die C910 erheblich langsamer ist. Der Chip ist etwas weniger dynamisch. Ich habe aber den Eindruck, dass die Bilddarstellung tatsächlich besser ist. Ich habe mehr Möglichkeiten und einen viel sanfteren Weißabgleich. Ich könnte das jetzt mal hin und her drehen, um das Ganze zu demonstrieren. Ich bewege also sehr langsam meinen Schieberegler und wie man erkennen kann, ändert sich hier graduell das Bild. Es geht also stark ins Gelbe. Und ich kann das hier sehr, sehr fein einstellen. Das ist aus irgendwelchen Gründen bei der C920 sehr stufig. Da bin ich ein bisschen überrascht. Das kann man sicherlich noch optimieren, zum Beispiel über ein Firmware-Update. Allerdings habe ich keine Updates gefunden bisher. Vielleicht ändert sich das ja aber noch. Gerade noch von der Bilddarstellung gesprochen, möchte ich natürlich hier einmal den Vergleich direkt anstellen. Dazu öffne ich wieder mein Fenster und kann jetzt hier den Weißabgleich graduell, mehr oder weniger graduell einstellen. Man sieht, es geht auch ins Gelbe. Ich bewege jetzt wieder sehr langsam den Schieberegler von links nach rechts und ab und zu sieht man so Treppchen-Effekte, die mir, da war wieder einer, man konnte es also sehr genau erkennen. Das ist sicherlich ein Kameraeinstellungsproblem. Wenn ich jetzt hier so rüber fade, dann gibt es immer wieder diese Treppchen, die dort auftauchen. Das ist ebenfalls natürlich nur ein Detail am Rande, weil kein Mensch wird je darauf kommen, während einer Aufnahme den Weißabgleich zu ändern. Allerdings ist irgendwie die Farbdarstellung auf der C910 schöner. Man muss aber mal eine Sache ganz klar sagen. Ich habe das erste Review über die C910 war ich hochgradig verärgert über die Optik, die mit Carl Zeiss ja eigentlich einem sehr renommierten Hersteller entspringt. Wenn man jetzt genau hinschaut und sich im Vergleich bei dieser Distanz, wir reden hier wie gesagt von, ich habe hier kurz einen Zollstock geholt, von einer Distanz, die liegt hier bei genau einem Meter, ist das Bild auf der C920 absolut scharf. Es ist wirklich ein tolles Bild, kaum Rauschen, scharfe Kanten, man sieht super meine Iris und so weiter. Ich hoffe, das kommt auf YouTube einigermaßen rüber. Auf der C910 ist das Bild bereits ab 30 cm unscharf. Ich konnte mir damals nicht erklären und habe auch gesucht im Internet, warum das der Fall sein soll. Das Einzige, was ich finden konnte, ist, dass es es ist by design, ist die Kamera auf diese Reichweite beschränkt. Das ist, ich will jetzt nicht sagen aufgrund meines Videos, aber dankenswerterweise ab der C920 behoben worden, dieses Problem.
Momentan bin ich aber absolut begeistert davon, dass ich auf diese Distanz vernünftig, wie gesagt, absolut flüssige Videos aufnehmen kann, wenn ich ein wenig mit den manuellen Einstellungen spiele. Hier sieht man mal, was ich meine. Ich bin jetzt sehr nah an der Kamera. Die Distanz beträgt jetzt ungefähr 40 Zentimeter. Da ist die C910 knackenscharf. Man sieht praktisch jede Pore auf meinem Gesicht, jede kleine Unebenheit, fast jede Wimper ist zu erkennen. Das ist auf der C920 momentan nicht der Fall. Ich vermute, das liegt einfach an der Vorkompression, die in der Kamera passiert. Denn wenn ich hier einmal umschalte auf die andere Kamera, sehen wir ganz schnell, dass nicht mehr unbedingt jede Pore zu erkennen ist, obwohl die Distanz faktisch die gleiche ist. Insgesamt ist der Bereich, der Schärfenbereich, also in dem ich mich überhaupt bewegen kann, aber derartig viel größer, dass ich ganz klar mich für die C920 entscheiden würde, da ich halt nicht jedes Mal direkt vor dem Monitor, direkt in der Kamera mit meinem Gesicht stecken möchte. Zumal auch darunter die Optik leidet, denn je näher ich an die Kamera rangehe, desto, ja, wie soll ich sagen, verzerrter wird mein Gesicht. Der Mensch hat einfach ungefähr eine Brennweite mit seinen Augen von 50 Millimetern und je näher ich an so eine Kamera rangehe, desto stärker fällt die Verzerrung auf und darum bin ich hochzufrieden, dass diese Optik geändert worden ist. Aktuell befindet sich hinter mir wieder meine normale Bluescreen-Beleuchtung. Man sieht schon, der Raum ist ein wenig heller geworden. Interessant an der Geschichte finde ich, dass ich bei der C920 tatsächlich den Gain-Regler, also die Verstärkung des Bildes, und damit das Rauschen komplett runterdrehen kann. Das geht bei der C910 ebenfalls. Da geht es sogar bis auf Schwarz runter, also wahrscheinlich Faktor 0. Hier wird der Pegel so weit reduzierbar, wie es Sinn macht. Das ist eine kluge Entscheidung gewesen, das so umzusetzen. Insgesamt kann man sehen, dass es hier sehr wenig Rauschen gibt. Spannend finde ich aber daran, dass ich jetzt schon wieder keine 30 Frames pro Sekunde aufnehme. Ich werde jetzt mal eben die Änderungen wieder rückgängig machen und schauen, ob ich wieder 30 Frames besitze. Man sieht an diesem Problem, ich habe jetzt die Einstellung wieder rückgängig gemacht. Ich kann die Kamera an der Stelle nicht korrekt kontrollieren. Es wäre schöner gewesen, wenn ich wirklich 30 Frames einstellen könnte. Wir wechseln jetzt mal zu 720p, können dadurch auch den Digitalzoom benutzen, der in Wirklichkeit nämlich kein Digitalzoom ist. So, spannend. Wir haben jetzt wieder unsere 30 Frames. Ich bin mir nicht ganz sicher, womit das zusammenhängt, ehrlich gesagt. Aber dadurch, dass wir jetzt 720p benutzen und tatsächlich nicht etwa mit Hilfe von Digitalzoom in das Bild reingezoomt haben, sondern stattdessen tatsächlich auf dem Chip zoomen. Ich nehme also immer noch in 1080p auf und habe jetzt einen kleineren Bildausschnitt gewählt, habe damit immer noch genau dieselbe Pixeldichte. Auf diese Art und Weise verliert das Bild nicht an Qualität beim Zoomen, sondern faktisch gewinnt noch etwas mehr Qualität. Der Bildausschnitt wird in diesem Fall besser. Dadurch ändert sich allerdings natürlich die Brennweite des Objektives nicht. Das macht aber nichts, denn ich kann auf diese Weise schon sehr, sehr schön Videokonferenzen abhalten, Videos aufzeichnen, zum Beispiel für Reviews, um sie ins Internet zu stellen, auf YouTube. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit, um die Qualität der Videos noch einmal anzuheben. Das hier ist übrigens dieselbe Einstellung auf der C910. Gibt dieselbe Zoomstufe. Ich kann allerdings auf der C910 weiter ins Geschehen hineinzoomen. Ob das jetzt ein Digitalzoom ist oder im Zweifelsfall ein Zoom direkt auf dem Chip, vermag ich nicht zu beantworten. Das kann nur der Hersteller wirklich sagen. Insgesamt muss man aber sagen, dass auf diese Distanz, selbst bei reingezoomter Optik beziehungsweise auf dem Chip gezoomt, mein Gesicht sich bereits außerhalb der Fokusebene befindet. Wenn ich also hier meine Hand hinhalte, ist ganz klar zu erkennen, dass meine Haut trocken ist, aber von meinem Gesicht ist keine Pore mehr sichtbar. Wenn ich jetzt hier also näher rangehe, dann stimmt sich der Fokus auf mein Gesicht ein und dann stelle ich ganz schnell fest, es funktioniert. Das ist definitiv bei der C920 besser gelöst. Geradezu herausragend muss man die Bildqualität dieser kleinen, kompakten Webcam bezeichnen. Wenn man ein paar Lampen im Raum hat, ist die Bildqualität wirklich sehr gut, ziemlich rauschfrei, sehr scharfes Bild, auch auf größere Distanz. Und was ich wirklich sehr interessant finde und bisher noch nicht erwähnt habe,
Das komplette Review ist auf dieser Kamera geschossen. Natürlich sind die Ausschnitte aus der C910 von der C910, aber alles, was man in diesem Augenblick von mir hier sieht, einschließlich der Bluescreen-Geschichte hinter mir, läuft komplett auf der C920. Das ist exakt, was ich meinte bei meinem C910 Review. Diese Möglichkeiten möchte ich haben, wenn ich so eine verflucht gute Kamera benutze. Ich habe jetzt hier auch bei der Beleuchtung eine fantastische Bildrate und das, obwohl es nur über USB 2.0 geht. Ich bin also total zufrieden mit dieser Kamera. Dazu zu sagen ist allerdings, dass hier ein Mikrofon steht, also nicht wundern, wenn die Audioqualität gerade grandios ist. Das liegt an meinem T-Bone USB-Mikrofon hier. Das ist ein Studio-Mikrofon und ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Webcam-Soundanlage bzw. den Webcam-Mikrofon. Wenn wir mal kurz umschalten, werden wir feststellen, dass es da doch einen kleinen Unterschied gibt. Allerdings macht das ja gar nicht so viel, denn offiziell ist das Ding für Videotelefonie. Ich erweitere die Möglichkeiten hiermit offiziell für super gute Online-Videos, YouTube-Videos, genau das, was ich mir bei der C910 auch schon vorgestellt habe. Kleiner Wermutstropfen, einen winzigen Abzug in der B-Note sozusagen gibt es, wenn ich näher an die Kamera rangehe. Ich habe jetzt den Autofokus ausgeschaltet. Dann ist die Fokusebene geht nur ungefähr bis hier. Das macht aber nichts. Ich will jetzt garantiert nicht den Fehler machen und das, was ich vorher als sinnlos betrachtet habe, hier bemängeln. Die Kamera tut genau das, was sie soll und damit bin ich sehr zufrieden. Und würde ich wieder zurückfallen auf mein altes Review-Schema, wo ich Punkte vergeben habe, wäre das hier garantiert eine 9 out of 10, also 9 von 10 Punkten. Die 9 Punkte deswegen, weil ich bei etwas schlechterem Licht weniger gute Bildqualität habe und auf jeden Fall stört mich, dass die Kamera nicht vernünftig über die Software konfigurierbar ist. Ich kann mir natürlich auch externe Software besorgen, aber die Webcam-Software, die dabei ist, ist eigentlich eine ganz schöne runde Sache. Ich kann damit Fotos machen, ich kann damit Videos machen. Allerdings, wenn ich feststelle, es ist für mich praktisch unkontrollierbar, ob ich 30 Frames oder 15 Frames Videodarstellung habe, und das Ganze so zu einem Ratespiel wird und der Kamera-Hardware im Prinzip überlassen wird, finde ich das persönlich blöd. Momentan sieht man aber, dass es gut funktioniert. Ich habe hier eine optimale Beleuchtung. Ich mache mir also keine Sorgen, dass das für solche Applikationen hervorragend geeignet ist. Ich finde, für die Bildqualität, die hier rausgeschossen wird über USB 2.0 mit 30 Frames pro Sekunde, 1080p, halbwegs vernünftige Mikrofone, günstiger Preis, ich denke, da kann man nichts falsch machen, klare Kaufempfehlung.